Ripple, der Wassergeist, Teil 1. Hast du dich jemals gefragt, wie die Berge, das Feuer, das Meer und die Blumen so gut für sich selbst sorgen können? Es sind die Feen. Hallo, Ripple. Poppy, der Himmel ist heute klar und der Ozean ist ruhig. Nicht gut, aber fischig. Der Ozean hat sich vor einiger Zeit zurückgezogen und jetzt ist alles so ruhig. Puh, das fühlt sich gut an. Ich stimme mit Draco überein. Es ist ein bisschen seltsam. Oh, sieh mal da, eine Muschel. Moment, was ist das für ein Geräusch? Oh, lieber Ozean, warum weinst du denn? Oh, Ripple, ich habe einen sehr großen Fehler gemacht. Sieh ihn dir an. Oh nein, was ist mit diesem süßen Kind passiert? Oh, ich schlug gerade meine langen Wellen und als ich mich umdrehte, schlugen meine Wellen auf diesen kleinen Jungen und ich rannte zu ihm und versuchte ihn aufzuwecken, aber... Oh, Ozean, du hast ihn in einen tiefen Schlaf versetzt. Was sollen wir tun? Alle Feen kamen zusammen und taten alles, was sie konnten, um das Kind aufzuwecken. Aber es schlief weiter. Die Feen waren untröstlich. Die Feen fragten, wo die Mutter des Kindes sei, und Ocean erklärte, wie hilflos und am Boden zerstört die Mutter war. Ich warte auf der anderen Seite des Ozeans auf sie. Ich habe ihr versprochen, dass ich ihr Kind aufwecken werde. Aber wie? Ich habe alles versucht, was ich konnte. Es muss doch jemanden geben, der uns helfen kann. Die Feuerfeen müssen es doch wissen. Es war mucksmäuschenstill. Keiner wusste, wo die Feuerfeen wohnten. Aber Ripple konnte ihre Augen nicht von dem Jungen abwenden. So sei es. Wenn nur die Feuerfeen dieses Kind aus seinem Schlaf wecken können, ich werde sie finden. Plötzlich erschien die Königin der Wassergeister aus dem Ozean. Alle waren überrascht über ihren plötzlichen Besuch. Eure Hoheit, was bringt euch? Was glaubst du, was du da tust? Feuerfeen? Niemand weiß, wo sie wohnen. Was ist, wenn es so weit weg ist, dass ihr nicht wisst, wie ihr zurückkommen könnt? Das ist kein Scherz. Ripple, ich verstehe deinen Wunsch, dieses Kind zu retten. Aber du bist ein Wassergeist. Du kannst die Hitze der Feuerfeen nicht ertragen. Eure Hoheit, ich verstehe Ihre Sorge. Aber so wie Sie sich um mich sorgen, muss sich die Mutter dieses Kindes um ihn sorgen. Wenn es auch nur eine winzige Chance gibt, der armen Mutter zu helfen, muss ich es denn nicht versuchen? Ich werde sehr gut auf mich aufpassen, Hoheit. Aber ich muss die Feuerfeen finden. Die Königin seufzte und schuf eine kleine magische Tasche für Ripple. Nimm das mit. Das ist eine magische Tasche. Sie kann alles aufnehmen, was du hineinsteckst, und wird nie schwer. Die Königin, Ocean und alle Feen sahen zu, wie ihre tapfere Ripple in den Himmel flog, um die unvorhersehbarste Reise ihres Lebens anzutreten. Ripple war entschlossen. Sie flog weiter weg als jeder andere Wassergeist je zuvor. Sie flog weiter, bis sie zu einem grünen Stück Land kam. Sie hörte die Vögel fröhlich singen und die jungen Blätter an ihren Bäumen tanzen. Bald verstand sie, was es war. Oh, sie warten alle auf den Frühling. Ich muss hier warten. Frühling wandert durch die Welt. Sie kennt ganz bestimmt den Weg zu den Feuerfeen. Ripple beschloss, sich den fröhlichen Vögeln und blühenden Blumen anzuschließen. La 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 la. Ripple war so bescheiden, als sie Frühling traf. Sie verbeugte sich vor der schönen Jahreszeit und stellte sich vor. Ripple erklärte ihren Entschluss, die Feuerfeen zu finden. Oh, das ist so mutig von dir, Ripple. Aber leider weiß ich nicht, wo die Feuerfeen wohnen. Oh, ich weiß. Im Sommer. Meine Schwester, Summer ist die richtige Jahreszeit für dich. Sie berührt jeden Teil dieses Planeten.
Nimm diese Brise mit zu deiner Unterstützung. Sie wird dich unermüdlich über die Hügel durch den Sommer tragen. Ripple dankte Frühling und wurde von der Brise zu Sommer getragen. Oh, es ist so warm hier. Der Sommer muss da sein. Ripple flog so weit sie konnte. Es wurde immer wärmer, aber Ripple hörte nicht auf. Durch die Hitze wurde sie immer schwächer und schwächer. Doch sie flog weiter. Schließlich... Oh nein! Oh je, oh je! Ich wusste nicht, dass ich Besuch habe. Die gutherzige Sommer nahm Ripple an die Hand und brachte sie zum Teich, damit sie etwas Wasser trinke. Nachdem sie etwas getrunken hatte, fühlte sich Ripple wieder frisch und munter. Denk immer daran, wenn ich in der Nähe bin, ist Wasser das Wichtigste für dich. Ripple war einverstanden. Ohne eine Minute zu verschwenden, erklärte Ripple Sommer die ganze Geschichte vom kleinen Jungen und bat um Sommers Hilfe. Oh, das arme Kind. Seine Mutter muss am Boden zerstört sein. Oh, wie schade. Ich würde so gerne helfen, Ripple. Aber ich weiß nicht, wo die Feuerfeen wohnen. Aber Herbst vielleicht? Warte, nimm das. Was ist das? Deine Reise zum Herbst wird düster sein. Dieses Licht wird dir helfen, ihn zu finden. Ich hätte kommen können, um dich zu führen. Aber die Jahreszeiten, genau wie unser Leben, müssen sich vorwärts bewegen. Wir können nicht rückwärts gehen. Ich verstehe. Ich werde mich jetzt verabschieden. Wünsch mir Glück. Und schon war der Wassergeist auf der Suche nach dem Herbst. Ripples Reise zum Herbst war anders. Als sie über die gelben Kornfelder und die mit Frost bedeckten Blätter flog, wurde sie traurig und fühlte sich unwohl. Oh, Sommer hatte recht. Da der Herbst näher rückt, fühle ich mich düster und traurig. Hätte ich nicht gewusst, wie die Jahreszeiten mich beeinflussen, wäre ich sehr verwirrt gewesen. In diesem Moment sah sie ihn. Er saß auf einem Schlitten, der von Hunden gezogen wurde. Und die Musik seiner silbernen Hörner schallte umher. Ripple dachte, wie seltsam, dass diese schöne Jahreszeit sie so traurig machen sollte. Und was genau macht ein Wassergeist hier? Du magst es gefroren, nicht wahr? Trotz all ihrer Traurigkeit war Ripple fest entschlossen, dem kleinen Kind zu helfen und sprach entschlossen. Herbst hörte Ripple aufrichtig zu. Er war nicht so traurig wie Frühling und Sommer. Aber wie sollte er auch? Denn kalt zu sein war seine Natur. Aber er war trotzdem besorgt. Er bat Ripple, nach dem Winter zu suchen. Wenn der Winter kommt, landen die Feuerfeen auf der Erde und wärmen die Herzen von Millionen. Er muss unbedingt wissen, wo sie sind. Hier, nimm das. Das wird dich wärmen, wenn du seinen kalten Winden begegnest. Au revoir, kleiner Wassergeist. Und so stürzte der Herbst einfach in den Wind und verschwand. Ich dachte, da er so kalt ist, würde er meinen Kampf nie verstehen. Aber ich schätze, wir alle drücken unsere Gefühle auf eine andere Art und Weise aus. Ripple machte sich nun auf den Weg, um die schwierigste Saison von allen zu erleben. Ripple flog wochenlang umher, aber sie konnte den Winter nirgends finden. Die Traurigkeit in ihrem Herzen wurde immer größer, aber sie wusste, dass es nur saisonal war. Ach, warum ist der Winter immer so hart für alle? Ohne diese magische Brise und dieses warme Blatt hätte ich es niemals geschafft. Schließlich erreichte sie die schneebedeckte Höhle des Winters. Aber bevor sie sie betreten konnte, kam Winter heraus. Habe ich einen Besucher? Wer hat es gewagt, sich dem alten, ungehobelten Winter zu nähern? Moment mal. Ein Wassergeist? Was machst du hier, Kind? Bitte helfen Sie mir. Ich suche die Feuerfeen, um ein Kind aufzuwecken, das im Tiefschlaf liegt. Es wurde versehentlich vom Ozean getroffen. Oh Mann, das ist übel. Ja, die Feuerfeen sind dafür bekannt, dass sie einen warmen Zauber beherrschen. Aber sie leben auf dem Pfad der Sonne, mein Kind. Es ist ein riesiger Palast. Aber man muss durch viele gefährliche Orte gehen, um dorthin zu gelangen. Und selbst wenn man sie erreicht, sie sind nicht wie deine Wassergeister, mein Kind. Sie spucken Feuer. Du wirst in einer Sekunde verdampfen, mein Kind. Nein, ich habe keine Angst.
Ich bin sicher, wenn Sie meine Geschichte hören, werden Sie mir nichts tun. Oh, mein liebes Kind. Es ist deine Entschlossenheit, die dir helfen wird, die Herzen zu gewinnen. Hier, nimm diese Schneeflocke. Sie wird niemals schmelzen. Du wirst wissen, wann du sie benutzen musst. Ich danke dir. Ich muss sagen, für jemanden, der so unterkühlt ist, hast du ein warmes Herz. Beurteile ein Buch nie nach seinem Umschlag, mein Kind. Viel Glück. Der Winter ging zurück in seine Höhle. Ripple schaute zur Sonne hinauf, die nun eine Ewigkeit entfernt schien. Aber Ripple war nicht verängstigt. Die Jahreszeiten sind stark, aber ich bin stärker. Ich komme zu euch, Feuerfeen.